Wow, danke vielmals, Band. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, aber eigentlich wäre Lin hätte noch jemanden gehabt, also einen Sänger, der ist krank heute Morgen, der Joel. Ich muss sagen, Lin, du allein, du dreist das voll. Mega schön, komm, hey, nein. Und mit der Band zusammen. Gut, ich gebe es zu, der Divo hat natürlich noch einen schönen Hall drauf da. Das kann man jetzt schon noch, das kann man jetzt, darf ich noch sagen. Aber es hat also super getönt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, schön bist du da. Schön, ein paar neue Gesichter zu sehen. Und ja, wir kommen von Ostern her. Das wichtigste Fest für uns Christen. Wir erinnern uns, dass Jesus gestorben ist und verstanden ist. Aber das Schöne ist ja, es ist nicht einmal im Jahr, sondern es ist eigentlich das ganze Jahr, weil Jesus lebt ja. Er ist da, Gott ist gegenwärtig. Wir dürfen ihn heute feiern, ihm begegnen, vor ihn kommen, unsere Anliegen vor ihn bringen. Und nach Ostern, was jetzt ja so kommt, ist der Sommer, der Frühling. Wir gehen so in die wärmeren Tage rein. Jetzt zwar draußen ist gar nicht das schönste Wetter, aber es kommen so langsam die schönen Sommerabende. Und was auch kommt mit dem Frühling, bei den einen zumindest, das Frühlingsgefühl, oder? Kommt dann nämlich auch wieder auf. Und im Connect, das gefällt besonders am Sam, also meinem Co-Pastor, oder? Er hat ja immer eigentlich gebetet, dass im Connect sich viele Bärchen mal einmal finden. Darum heisst es mir unter anderem ja Connect, oder? Es ist eigentlich wirklich mehrfach beleidigt, der Name. Und jetzt nach 6 Jahren Connect, haben wir in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, aber ich behaupte es mal etwas, mindestens 6 Hochzeiten in Connect. Ah, da hinten ist er ja. Sam, deine Gebete werden erhört. Und also wir haben wirklich Hochzeitssaison, Lied von uns. Und ich wollte ja mein Brautkleid von meiner Frau mitnehmen, heute am Morgen. Aber ich kann nicht dürfen. Es ist ja das Heiligtum eigentlich, das Brautkleid für viele Frauen. Und es hat einen zu langen Schleier, habe ich mir sagen lassen. Ich gebe zu, es ist mega peinlich, ich habe es gar nicht mehr gewusst. Es ist auch schon ein paar Jahre her. Aber ich habe ein Brautkleid bekommen von einer anderen Braut. Danke vielmals, Braut. Es ist noch etwas älter als das von meiner Frau. Ja, 9-jährig, 10-jährig das Jahr. Und es ist auch spannend, dass am Hochzeit, obwohl wir ja sonst so eine emanzipierte Gesellschaft sind und so, aber doch am Hochzeit, da ist es immer noch relativ in vielen Fällen klassisch. Die Braut läuft rein, die Leute stehen auf und schauen sie an und sie steht im Mittelpunkt. Es ist die schönste Person am Tag und man feiert das. Und das ist auch richtig so. Das Hochzeit, man macht sich schön, man macht sich ready. Und ich will aber heute nicht über Hochzeit und Hochzeitsvorbereitung reden, sondern das ist auch ein Bild in der Bibel für dich und mich. Die Bibel sagt, wie, dass wir als Gemeinde, als Kirche, die heute Morgen hier zusammen sind, wie eine Braut sind, schön gemacht, parat gemacht, um Gemeinschaft zu haben mit Gott, um sozusagen, Jesus ist der Bräutigam, wir sind die Braut, um mit ihm mal ganz vereint zu werden. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen über das Thema schwätzen. Was sind Werte für uns als Kirche? Wie funktionieren Kirche? Warum ist Kirche wie eine Braut? Warum soll Kirche etwas Schönes sein, etwas Wertvolles, wo man auch dafür etwas investiert, wo etwas kosten darf? Was ist der Wert von Kirche? Und ich möchte einen Text vorlesen rund um Kirche. Und das ist einer der längsten Texte, die wir im Connect je gelesen haben. Nein, so lange ist er gar nicht, keine Angst. Aber aus dem Römer 12, Vers 1 bis 11, ein schöner Text, wirklich ein mega starker Text. Und weil ich länger ist, habe ich den Jonah gebeten, uns ein bisschen schön im Hintergrund noch zu spielen. Wenn du die Bibel hier hast, darfst du gerne selber aufschlagen in deinem Handy. Du hast immer Römer 12, Vers 1 bis 11, ein bisschen aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen.
Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Amen. So sagt das Wort von Gott. Danke, Jonah. Wirklich mega schön gewesen. Kleiner Zwischenapplaus von mir. Die Aufmerksamen von euch haben vielleicht gemerkt, wo kommt denn da das Brautkleid vor? Wo kommt jetzt da die Braut vor? Das ist gar nicht erwähnt. Aber doch ist der Text ein Bild eigentlich darüber, was die Schönheit der Kirche sein soll, wie Kirche funktioniert. Und der erste Punkt, was Kirche schön macht, ist, dass Kirche teuer erkauft worden ist. Dass Kirche auf dem Fundament von dem steht, was Jesus für uns gemacht hat. Der Paulus, bevor der lange Text da schreibt, wo er ganz viele Anweisungen gibt, wie wir zusammenleben, beschreibt eigentlich 11 Kapitel lang, erzählt er eigentlich einfach, was der Brutpreis war. 11 Kapitel lang erzählt er, wie es eigentlich mit der Welt aussieht, warum es schief läuft in der Welt und was Gott gemacht hat, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Was Gott gemacht hat, um dein und mein Leben in Ordnung zu bringen. Warum wir dürfen mit Gott versöhnt sein. Warum wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Und unglaublich, was er alles beschreibt. Er beschreibt, man könnte sagen, er fasst eigentlich Ostern zusammen, Karfreitag und Auferstehung. Was bedeutet das? Und dann nach dem 11. Kapitel sagt er, und darum, weil ihr so teuer gekauft worden seid, weil ich so viel für euch gemacht habe, darum habt ihr jetzt wirklich eine tiefe Beziehung mit mir. Geht ganz in die Beziehung rein, behaltet nichts zurück, gebt euer ganzes Leben hin. Das ist der wahre Gottesdienst. Gestern waren wir am Move mit Upstream, so eine Konferenz für Mission, Evangelisation. Und jemand hat die Geschichte erzählt von der Ukraine, wie sie Flüchtlinge aufgenommen hat in ein Haus, wo sie bekommen haben, etwa 20 Flüchtlinge. Und dann ist die eine Wohnung mega dreckig und sie mussten sie putzen. Und am Sonntag ist sie die Wohnung putzen. Und sie hat sich schlecht gefühlt, weil sie jetzt nicht im Gottesdienst ist, sondern die Wohnung am Putzen ist. Und irgendwann sind dann immer mehr von den Ukrainerinnen und Ukrainer helfen, die Wohnung putzen. Und dann hat sie sich gesagt, hey, weißt du was, das ist jetzt heute mein wahrer Gottesdienst. Das ist auch etwas, was ich Gott damit ehren kann. So, Gottesdienst, ja, es ist am Sonntag und wir lieben es, zusammenzukommen als Kirche. Aber es ist auch manchmal, sich praktisch einzusetzen, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, unser Leben ihm hinzugeben. Und das Fundament von all dem, das ist mein erster Punkt, das ist die Liebe von Gott, das ist das, was er für uns gemacht hat. Er hat uns teuer erkauft. Ich könnte es auch anders noch ein bisschen persönlicher formulieren. Ich habe mir überlegt, jetzt mal nicht auf die Kirche bezogen, aber auf mich bezogen. Wo wäre ich ohne Kapitel 1 bis 11? Wo wäre ich ohne Jesus? Wo wäre ich in meinem Leben, wenn ich nicht Gott dürfte kennen? Kannst du das mal für dich, für dein Leben überlegen? Vielleicht bist du gar noch nicht gläubig, dann ist die Frage vielleicht schwierig zu beantworten. Aber sonst kannst du mal überlegen, was ist der Wert von Gott in meinem Leben? Und ich muss sagen, ich hätte meinen besten Freund nicht, wenn ich Jesus nicht hätte. Ich hätte nicht der, der ich über alles schwätzen kann. Ich hätte nicht der, der mich versteht. Nicht der, der mir vergeben hat. Der, der mich erlöst hat. Ich hätte nicht die Hoffnung in dieser Welt, die manchmal so schwierig ist. Und all das habe ich durch Jesus. Durch das, was er gemacht hat. Und das Bild so ein bisschen mit dem Brautkleid und der Gemeinde kann vielleicht uns noch helfen. Gerade in früheren Zeiten, da hast du ja auch nicht frei wählen, wie du heiratest. Und vielleicht bist du jetzt in einen schlechten Ort gekommen und dein Mann schlägt dich oder wie auch immer, du bist in einer schwierigen Situation. Und stell dir vor, du bist wirklich gefangen und jetzt kommt jemand und kauft dich wie raus aus dem. Kauft dich raus und nimmt dich zu sich. Und das ist vielleicht ein ähnliches Bild, was Jesus für uns gemacht hat. Er kauft uns aus einer schlechten Beziehung, aus einer schlechten Bindung raus, wo wir gefangen sind in schlechten Gedanken in dieser Welt und führt uns in Beziehung mit ihm. Und darum ist es also entscheidend, dass wir in dieser neuen Beziehung, die wir haben mit Gott, nicht einfach sagen, ja gut, jetzt mache ich gleich so ein bisschen mein eigenes Ding, sondern er hat so viel für mich gegeben, er liebt mich so fest. Darum sagt der Paulus am Anfang da, hey, und jetzt gib dein ganzes Leben
in diese Beziehung hinein. Verschenk dich Gott mit allem, wo du bist. Und die Vision von unserer Kirche ist ja, Jesus lieben und weitergeben. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Jesus lieben. Wir dürfen miteinander, ich als Einzelner, ich als Simi, aber auch wir als Kirche, Jesus zurücklieben, ihn gerne haben. Und ja, das darf auch unsere Leidenschaft mit einschliessen. Das darf unser Gefühl betreffen, unseren Verstand, was wir machen mit unserer Zeit. Aber es darf auch leidenschaftlich sein. Und ich wünsche mir, Kirche, und ich frage euch das, ist unser Herz mit dabei? Kommen wir einfach dahin, wie wir das Gefühl haben, wir müssen? Oder lieben wir Jesus? An welcher Stelle kommt er? Richte ich auch mein Leben nach dieser neuen Beziehung aus? Es ist ja noch spannend, wenn du in eine Beziehung kommst, dann tust du dich ja gleich gewissen, obwohl du bist ja frei, du bist ja freiwillig in dieser Beziehung, du liebst deinen Partner. Und gleich tust du dich gewissen Regeln unterstellen. Wenn du nie würdest im Haushalt helfen, wenn du jedes Wochenende nur machst, was du willst, dann wäre die Beziehung ziemlich schnell wahrscheinlich mal zu Ende. So, du gehst aus Liebe auch, richtest du dich aus nach gewissen Regeln. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Wir gehen das ihm ganz hin. Und wie es im Römer 1 und 2, 12, 1 und 2 heisst, richtet eure Gedanken aus an dieser neuen Beziehung. Jesus ist das Fundament für unser Leben, das Fundament für unsere Kirche. Und ihn wollen wir auch weitergeben. Ich will da noch ein kleines Zeugnis erzählen. Das ist immer noch heute lebendig und heute aktiv. Wir haben, ich bringe dann später noch ein Foto, wir haben gerade ein Weekend gehabt, wo wir so ein bisschen auf Live und Stage zurückgeschaut haben, wo ich auch noch ein bisschen am Rand dabei bin, aber früher mehr involviert war. Und da hat der Matthias Heimlich eine Geschichte erzählt, dass er hat einen Kollegen gehabt, einen Musiker, und der ist im Spital gelandet, ist schwer krank gewesen. Und er hat dann plötzlich den Eindruck gehabt, er soll ihm ein Lied schicken, einen Musiksong. Aus dem Musical, wo aus Gottes Perspektive wie gesungen wird, dass man zu ihm kommen, wie man ist. Und die Person hat im Spital dann das Lied gehört und war einfach so berührt von Gottes Liebe. Und ist wirklich, hat nachher mit dem Matthias angefangen zu schreiben und ist in dieser Phase dort im Spital zum Glauben gekommen, hat völlig neue Hoffnung bekommen, eine riesige Freude erleben und eine Veränderung erlebt. Und mit dem würde ich sagen, das geschieht heute noch. Die Person hat wirklich eine mega neue Hoffnung gefunden und gemerkt, wow, ich bin schön gemacht, Gott sieht mich ganz gut, er liebt mich, ich bin angenommen. Nicht wegen dem, was ich gemacht habe, sondern wegen dem, was er gemacht hat. Und das ist immer noch so relevant für unsere Zeit. Aber der Punkt ist, manchmal vergessen wir ein bisschen, das ist mein zweiter Punkt, dass wir nicht allein einfach in dieser Beziehung zu Gott sind, sondern wir sind das Team. Das Fundament ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat uns gekauft, wir haben eine Beziehung zu ihm. Es geht immer um Jesus. Aber nachher ist Kirche auch Teamarbeit. Kirche ist Gemeinschaft. Wir können es so sagen, mit der Frage, wo wärst du, wo wäre ich, ohne andere Menschen, auch ohne andere Christen. Hast du das schon mal überlegt? So viel sagen in meinem Leben ist gekommen durch andere Menschen, die gläubig sind, die Zeit mit mir verbringen, die nachfragen, wie es mir geht, die sich in mich investiert haben. Und das Bild, das die Bibel braucht, das Paulus auch erzählt, ist dann geht ein das Bild von der Brut raus. Geht ein das Bild vom Leib. Aber das passt eigentlich auch, wenn wir das vor uns haben, dann sehen wir so, eine Person, die Kirche ist eigentlich ein Leib. Und es hat verschiedene Gelenke, verschiedene Bestandteile in dem Körper. Und alles braucht es, alles spielt zusammen. Jeder hat seinen Teil, jeder hat seine Rolle. Ich habe gesagt, ich war eben an so einem Weekend mit Live und Stage Team. Wir waren in Hamburg. Vielleicht kannst du mal noch schnell ein Foto einblenden. Genau, wir haben hier so 7 Musicals gefeiert, die wir haben zusammen schreiben. Ja, und die es nicht wissen, der Mikko, der ist übrigens auch dabei. Er ist Big Boss und jetzt in der Schweiz. Könnt ihr vielleicht mal noch beim Autogramm dann holen. Er ist schafft am Sonntag, schafft er aber da bei uns in der Bar. Danke, Mikko. Und wir sind dann zusammen das Musical schauen, am Donnerstagabend. Von der Tina Turner. Und es war wirklich cool, ein cooles Musical, mega gut gemacht. Und so viele Gaben, die da reingekommen sind. Jemand, wo das Licht gemacht hat, Technik. Jemand, wo Tina Turner als Mädchen gespielt hat, als erwachsene Frau. Band, Musiker. Und jeder hat seinen Job gehabt. Und dann ist etwas Wunderschönes zusammen entstanden. Und ich finde das ein super Bild für Kirche, oder? Wenn jetzt jeder hätte Tina Turner sein oder jeder hätte am Lichtmischpult stehen oder jeder wollte Gitarre spielen, dann hätte es nicht das schöne Musical gegeben. Aber die verschiedenen Talente und Gaben sind zusammengekommen. Und das ist genau das Bild für die Kirche. Wir können es nicht allein machen. Nicht jeder kann so singen wie Lynn, oder? Aber wir brauchen einander. Vielleicht, wenn es dir schlecht geht,
vielleicht geht es mir gut und ich kann dich ermutigen. Und nachher hast du es umgekehrt. Ich brauche dich, du brauchst mich, wir brauchen einander. Zum Nachfragen, zum Leben teilen, zum Familie sein. Es ist ja spannend, dass es in diesem Bild heisst, von dem Leib, von dieser Brut, dass wir sind wie so einzelne Körperteile und die sind ja verbunden durch die Gelenke. Wir sind wirklich miteinander verwoben. Und ich habe schon mal das Bild von diesem Weekend. Und mir ist es auch noch ein bisschen aufgefallen, wo wir da uns getroffen haben, so ein bisschen an dem Beispiel von dem Musical-Team, das ich selber miterleben durfte. Ich bin da vor 10 Jahren oder so dazugestossen und vor allem am Anfang sehr stark involviert gewesen, jetzt später nur noch so ab und zu punktuell beim Songs schreiben. Aber das ist cool, wie es überhaupt entstanden ist. So unterschiedliche Leute, so unterschiedliche Gaben. Der Beat da ganz links ist so der Theaterregisseur. Er liebt Sachen durchzudenken und das Beste aus den Schauspielern rauszuholen. Der Matthias nachher nebendran ist der Produzent, der Musik produziert. Der Mika zieht die Fäden, organisiert. Ich bin am Liederschreiben und habe es ein bisschen mitprojektiert. Und der Gabriel geht voran und reisst Projekte an und hat die grossen Visionen und schreitet mutig voran. Und ich weiss noch, am Anfang hätte ich die ganzen Musicals allein schreiben sollen. Hey, du musst wissen, ich habe mein Studium bin ich am Abschluss gewesen. Wir haben geheiratet. Genau. Und ich habe in einem Jahr hätte ich die ganze Live- und Stage-Musicals schreiben. Und ich weiss, am Anfang, wir haben keinen Plan gehabt. Ich habe gedacht, Lieder schreiben, das könnte jetzt irgendwie auch noch. Und dann sind wir zusammengekommen und noch ohne den Beat, nur so der Matthias, der Gabriel, ich und irgendwie zwei andere. Wir sind so vor einer Leinwand gestanden. Und haben zu Anfang, so wie vom Film her gedacht, so erste Akt, zweite Akt, dritte Akt. Jeder hat so seine Idee gebracht, was wir jetzt noch machen können und wie wir Geschichten aufbauen. Und mir ist je länger, je mehr ist mir so schlechter geworden. Ich habe wie gewusst, so, okay, in einem Jahr muss das stehen. Ich meine, die Brücken sind abgerissen, wir haben es kommuniziert, das Geld ist gesprochen, die Halle sind gemietet. Es gibt nur noch Führer, es gibt nicht mehr Hinterschein. Ja, es war tough gewesen. Und in dieser Zeit, lustigerweise, manchmal, wenn man ja geht und sagt, hey, jetzt machen wir etwas, wir haben ein Projekt, ist irgendwie über Umwege, das jemand von Beat Müller erzählt, der ganz links. Und ich bin dann mal zu ihm gegangen und habe ihm da erzählt vom Bericht, er hat es gelesen. Und es war eine schwierige Sitzung. Er hat uns recht ins Gewissen geredet, was macht denn hier da? Und haben da niemand fürs Theater? Und das geht so nicht. Und so. Aber schlussendlich hat er gleich gesagt, weißt du was, schau, ich sehe euren Mut, ich sehe euren Glauben. Und ich sehe, dass ein paar Talente, ein paar Gaben rum. Aber mein Talent, meine Gabe, die fehlt da noch. Und ich steige ein. Und er ist wirklich innerhalb von, ich weiss noch, es war irgendwie Dezember gewesen, und wirklich, ich habe ihn noch nicht so kennt. Der Beat, der steht zu dem, was er sagt. Weißt du, der ist nicht so einer, der ein ums Maul schwätzt. Der sagt er gerade raus, was er denkt. Und ich dachte, also wenn das gut kommt mit uns, dann ist es wirklich ein Wunder. Und es ist dann aber auch so gewesen, wir haben wirklich, er hat ja gesagt und wir haben eine super Zusammenarbeit gehabt. Und es ist zusammengekommen und es ist gestanden nach einem Jahr. Und bis heute ist eigentlich das Team funktioniert noch. Und es sind so verschiedene Leute mit so verschiedenen Stechen und Ecken und Kanten fordert manchmal auch raus, zum Zusammenarbeiten. Wir denken manchmal so anders. Und doch kommt etwas Cooles, etwas Schönes dabei raus. Und auch das ist ein super Bild für mich, für Kirche. Jeder hat eine Gabe, die er reingeben kann. Du hast eine Gabe, die du reingeben kannst. Und das kann etwas ganz Praktisches sein, etwas Zwischenmenschliches, ermutigen, herausfordern. Miteinander unterwegs sein. Es kann praktische Gabe sein, wie etwas in der Kirche zu tun. Vielleicht, keine Ahnung, machst du die besten Burger. Und wir haben die noch nie dürfen essen in der Kirche. Und ich sage dir, die Kirche würde so wachsen, wenn du die Burger würdest in dieser Kirche machen. So, überlegst du mal. Nein, auf jeden Fall, was ich auch sagen will, jeder hat seine Gabe. Und der Paulus zählt da auf. Er sagt zum Beispiel, die einen können prophetisch reden, die anderen können praktisch helfen. Andere können im Glauben stärken. Andere haben Gaben zu ermutigen, zu korrigieren, nachzufragen. Andere können leiten. Wiederum andere kümmern sich um Menschen in Not. Und das ist keine vollständige Liste. Er zählt einfach ein paar Sachen auf. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und ich habe mich gefragt, was wäre ich ohne andere Menschen, ohne andere Christen? Sam hat so viel in mich investiert. Hey, als Junge, wir sind schon lange zusammen unterwegs, aber weißt du, wie viel bin ich schon zu ihm, habe mich ausgekühlt, wo ich meiner Ex-Freundin Schluss gemacht habe. Ich meine, da brauchst du einen Freund, man kann her, man kann losheulen wie ein Schlosshund. Das mache ich nicht von vielen anderen Männern, aber das brauchst du. Und wo man zusammen durchs Leben geht, wo man kann füreinander beten, wo Leute dich ermutigen, an dich glauben und sagen, das sehe ich in dir. Und ich gehe mit dir durch dick und dünn, auch wenn es mal nicht gerade so läuft. Und wir brauchen das, wir brauchen Freunde, Familie, Mentoren, Christen, die mit uns das Leben teilen. Und zusammen geht es. Allein ist schwierig, aber zusammen können auch wir als Kirche etwas mega Schönes und etwas
kraftvoll, um etwas Gutes zu machen. Wo viele Menschen noch werden Platz haben. Wo man Menschen dienen in der Stadt. Wo man vielleicht etwas Soziales reinwirken. Wo man kreative Projekte entstehen kann. Du hast eine Gabe und vielleicht auch wenn du sie gar nicht so genau kennst. Es gibt Sachen, die kannst nur du. Gewisse Menschen, die nur du mit deiner Geschichte ansprechen willst. Mit dem, was du erlebt hast. Wo sich Leute werden bei dir daheim fühlen. Mit deiner Art. Und das ist das Coole, das spricht dir Gott auch zu. Du bist ein Teil. Du hast eine Gabe. Und du bist wertvoll und du bist gebraucht. Und ja, manchmal denke ich mir, ja, brauche ich Kille? Vielleicht fühlst du dich so wie Tina Turner und sagst, ja, ich brauche aber die Kille gar nicht. Aber Kille braucht dich. Kannst du dir auch mal so überlegen. Du hast vielleicht auch etwas zu geben für die Liebe, wo du dich kannst hineingeben kannst. So, das Fundament ist Jesus. Er macht uns schön. Aber wir können es nicht allein machen. Wir müssen es zusammen machen. Es braucht Teamwork. Du darfst jetzt auch gerne die Folie wieder ausbrennen, Tommy. Es ist wirklich ein schönes Foto. Aber wir gehen jetzt zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist noch das Praktische. Es geht nicht nur um die konkreten Gaben, was ich mache, sondern auch noch um, wie ich es mache. Wie ich es mache. Nachdem der Paulus aufzählt, was es für Gaben gibt, finde ich mega spannend. Ich liebe den Teil. Da geht es eigentlich mehr darum, wie leben wir dann zusammen. Und ich würde den dritten Punkt mal benennen, die praktische Liebe. Du kannst super Gaben haben, mega begabt sein, aber du bist immer egoistisch oder zu dominant. Ja, dann macht die Kirche auch keinen Spass. Macht die Familie und Gemeinschaft auch keinen Spass. Und genauso wichtig wie die einzelnen Gaben, die zusammenwirken, in dem Leib, ist auch die Art, wie wir das machen. Sozusagen das Teil, wie wir zusammen auf dem Weg unterwegs sind. Ich habe 5 simple Punkte noch zum Schluss rausgenommen und wo der Paulus hier auflistet. Ein paar Werte, die wir unterwegs mitnehmen können, wie wir dann praktisch als Kirche wollen, zusammen unterwegs sind. Und was der Paulus sagt, als erstes zählt er auf, sind verbunden in der Liebe. Ich habe schon ein bisschen erwähnt vorher, ein Körper, der ist ja durch Gelenk verbunden. Der ist wirklich verbunden. Es würde wehtun, wenn du etwas abreißen von deinem Körper. Du hast keine Lust, es schmerzt, oder? Du bist so verbunden, dass es schmerzen würde, wenn es auseinanderreisst. Bist du so verbunden mit anderen Christen, dass es schmerzen würde, wenn du gehen würdest? Leben wir so in einer Gemeinschaft drin? Wenn jemand anders leidet, trifft es mich, dass ich mitleide, dass ich Mitschmerz habe, wenn ein anderer Teil der Kirche Schmerz hat, wenn jemand durch eine Krise geht, wenn jemand leidet. Hey, und ich kann da selber noch so viel lernen. Aber ich glaube, das ist so ein Schlüssel in der Kirche, dass wir einander gerne haben, dass wir verbunden sind, dass wir uns kümmern um den anderen, dass wir mal nachfragen. Und eine praktische Chance, um das Leben, um Leute kennenzulernen, ich mache da noch einen Mini-Werbeblock, aber ich meine es wirklich so, ist das Beachcamp. Ich denke, natürlich, du könntest vielleicht selber individuell nicht so mit dem Brutleib zusammen Ferien machen, die mehr auf dich zugeschnitten sind. Vielleicht genau an dem Ort, was dir gefällt. Aber vielleicht verpasst du eine Chance, verbunden zu werden, eine Chance, Gemeinschaft zu erleben. Und ich möchte dich mega einladen, ins Beachcamp zu kommen. Vielleicht ist dir etwas zu teuer, vielleicht etwas günstig. Vielleicht hat es keinen Sandstrand. Vielleicht ist es nicht italienisches Essen. Aber es wird eine Dreifachturnhalle haben. Und ein schönes Städtchen in Kroatien. Und super Preise. Und du wirst Menschen kennenlernen. Du wirst Zeit haben für Gespräche, Zeit haben für Austausch. Zeit haben, ein Stück mehr in die Family hineinzuwachsen. Überleg dir auch, wo ziehst du her? Wo lebe ich? Ich fände es darf Leute überall haben im Unterland. Aber es ist ja schön, wenn ein paar auf Bülach ziehen und sagen, hey, wo kann ich da in der Region leben? Wo kann ich da Freundschaften pflegen? Aber egal, wo du wohnst, ein weiterer Punkt kann sein, zu sagen, wo gehe ich auf jemanden zu in der Kirche? Wo ich vielleicht noch nicht so kenne? Wo lade ich mal jemanden ein? Wo mache ich mal ab und investiere mich? So verbunden sein in der Liebe, sodass es mich auch schmerzen würde, wenn ein Teil fehlt. Natürlich ist die Kleingruppe da ein Schlüssel drin. Und der zweite Punkt ist die gegenseitige Achtung. Wenn du die Achtung von jemandem verlierst, das ist ja in einer Ehe oder in Beziehung so, dann wird es schwierig, oder? Gerade in der aktuellen Phase wieder, ich weiss nicht, Krieg oder Corona, es gibt so viele Sachen, wo du kannst sagen, ah, der mit dieser Meinung, der ist bei mir aber sowas von unten durch. Und ich verliere einfach die Achtung von dieser Person oder unterstelle mir schlechte Motive. Als Christen sind wir herausgefordert, die Achtung voreinander zu behalten. Auch mal um ein Thema zu ringen. Aber auch auszuhalten, wenn jemand etwas vielleicht mal anders sieht und denkt, ohne gerade Diskussion aufzugeben. Das dritte ist fleissig sein. Also verbunden in der Liebe, Achtung geben, fleissig sein.
Ich habe es einfach hineingenommen, wie es in dem Text gestanden ist. Ich dachte, das ist wieder mal cool, oder? Meine Bibel ermutigt uns zum Fleissig sein. Nicht übertrieben, nicht verbissen werden. Aber dort, wo ich einen Job habe, es zuverlässig zu machen, in meiner Arbeitsstelle, aber auch in der Kirche. Ich will mein Bestes geben. Ich will das Gute geben. Ich will zuverlässig sein. Und ein Punkt, den Paulus noch aufzählt, ist bereit sein zu dienen. Und vielleicht Ben kann langsam mal vorkommen und sich ready machen. Wir schliessen jetzt den Tag gerade noch ab. Bereit sein zu dienen. Team, Zusammenarbeit von der Kirche heisst eben nicht, ihr kennt es ja, was heisst Team? Toll, ein anderer macht. Heisst es eben nicht. Sondern, wo ist mein Job? Wo kann ich dienen? Wo kann ich etwas in die Gemeinschaft hineingeben? Wo ist mein Beitrag? Wo sehe ich etwas? Und der fünfte Punkt, wo der Paulus aufzählt, ist gar nicht so praktisch, aber gleich mega praktisch. Er sagt, bleibt von Gottes Geist durchdrungen. Wir sind unterwegs als Kirche mit all euren Gaben. Behaltet die Erwartung, dass Gott wirkt. Behaltet die Erwartung und den Hunger, dass Gott durch euch möchte wirken. Sind mit Gottes Geist erfüllt. Sind von Gottes Geist durchdrungen. Kirche ist nicht wie ein Roboter, der einfach irgendwie vor sich einschreitet, sondern hey, durch Gottes Geist kommst du vielleicht einen Eindruck über, bei jemandem nachzufragen, wie es geht. Hast du vielleicht eine Erkenntnis beim Bibellesen, die du kannst weitergeben kannst. Und auch in unserem Gottesdienst, wenn wir immer wieder auf ihn hören, ihm Raum geben, fragen, was er möchte tun. In so einer Kirche, wo das lebt, wäre ich mega, mega gerne dabei. Eine Kirche, wo die verschiedenen Leute ihre Gaben hineinbringen. Eine Kirche, die weiss, was ihr Fundament ist. Eine Kirche, wo es mit praktischer Liebe unterwegs ist, wo einander achtet, wo sich füreinander investiert, wo mit Freude unterwegs ist zusammen. Und ja, frag dich mal, was werde ich ohne Jesus? Und weil er alles für mich gibt, möchte ich mich hingeben, möchte ich mich hineingeben in die Beziehung mit ihm. Wo wäre ich ohne andere Menschen? Weil andere Menschen sich in mich investiert haben, möchte ich auch mich investieren in eine Gruppe, in andere Menschen, in eine Kirche. So verbunden sein, dass mich schmerzen würde, wenn jemand nicht mehr Teil wäre, wenn es jemandem schlecht geht. Und wo habe ich praktische Liebe erlebt? Selber von anderen. Und kann darum praktische Liebe wieder hineingeben in die Gruppe. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du uns Tür erkauft hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, Jesus, und dass wir Tür erkauft sein, das Fundament bei dir haben, dass du auch willst, dass wir auch schön sind vor dir, dass wir in dieser praktischen Liebe unterwegs sein, dass wir mehr und mehr in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche werden, wo dir gefällt, wo anziehend ist, wo Menschen dürfen das daheim finden. Zeig du Gott uns persönlich, was das für mich heissen kann. Wo ich eine Gabe hineingeben kann, wo ich mit praktischer Liebe dienen kann und wo ich mir neu bewusst machen darf, dass wirklich mein Fundament das ist, was du für mich gemacht hast. Dass ich freigekauft bin, dass ich in dieser Beziehung zu dir leben darf. Danke, dass du heute Morgen da bist. Und ich bete auch für unsere Kirche. Wir beten, dass noch viele Menschen dürfen das daheim finden, Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Dass du Sachen zusammenbringst, Gaben zusammenbringst, die dürfen Projekte und Ideen und Sagen für die Region und darüber hinaus entstehen, die wir noch gar nicht wissen. Und füll uns auch mit deinen Träumen, mit deinen Visionen. Und Herr, ich würde einfach sagen, brauch uns, brauch mich, brauch uns. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Und den Gottesdienst feiern, der dir gefällt. Amen.